So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich, wir wollen wieder ein Custom Local Game machen und wir wollen unser Preset nehmen. Wir haben ein paar Länder ausgeschlossen inzwischen, nicht wahr? Und dann gucken wir mal, ob das klappt und wo es uns heute hin verschlägt. Okay. Wir sind auf einem wunderschönen Feld im Nirgendwo. Sind das Reisfelder? Erkennt ihr das? Seid ihr Botaniker? Sieht irgendwie hochgewachsen aus, aber irgendwie sehr struppig. Ich hätte ja gesagt, als allererstes hätte ich gesagt, Panama oder Kolumbien. So, jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Jetzt könnte es aber auch Südafrika oder sowas sein. Aber da ist eine Palme. Und dann würde ich sagen, ist Panama vielleicht gar nicht so schlecht so. Hütten haben wir. Die Verkehrszeichen. Was soll mir das sagen? Muss ich ein Rätsel lösen? Muss ich das irgendwie alles irgendwie anders anordnen, drehen? Okay, das erinnert mich an diese Streichholztest. Du hast 3 Streichhölzer, lege sie so um, dass du ein Dreieck bekommst. Okay, habe ich noch nie gesehen, dieses Schild. Aber wir sind mitten im Nirgendwo. Wir sind mitten im Nirgendwo. Ah, das ist nicht gut. Ich dachte kurz, da liegt ein Tier. Das sind nur Steine. Wir können auch nicht mehr weiterfahren. Oh no. Oh no. Wir sind hier gefangen. Ja, hier ist Ende. Ende im Gelände. Okay, in die Richtung kommt gar nichts. Das ist schon mal nicht gut. Ihr seid alle nicht so die Urlauber. Man könnte die mir jetzt genau sagen, da auf dem Feld war ich schon mal. Oh Mann. Ich hoffe, wir kommen in die Richtung weiter. Sonst war's das mit 18.000 Punkte. Oh, 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 oh. Oh, wartet mal. Da stand jemand im Feld. Kann das sein? Oder irgendwas war da im Feld? Sieht südamerikanisch aus, auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung, man erkennt ja nichts. Hier auf jeden Fall über diese komischen Zeichen. Wie ich auch manchmal mitgehe, nicht so links, rechts lehnen, um die Kurven zu gucken. Haben wir da noch eine Abweichmöglichkeit? Ne, wir können echt nur in die eine Richtung düsen. Hier haben wir wieder ultra komische Landmaschinen, die mit Rädern angetrieben werden. Ah ne, das lehnt nur dagegen.
Ist das eine... Das ist eine Pumpe, nicht? Das ist eine Wasserpumpe, die dampfbetrieben ist? Sieht zumindest fast so aus. Okay. Jetzt haben wir alles gefunden in Geotastic. Oh, bitte, 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 Straße. Alles sehr weitläufig. Das Einzige, oh, hier. Das Einzige, was mich bisher stutzig macht, ist die eine Palme. Ich fahre erstmal in die Richtung der großen Straße weiter. Aber die sagt echt Panama, Guatemala, so Mittelamerika. Aber wartet, wir haben ja noch die Sonne. Die vergesse ich immer. Die Sonne ist im... Norden, also sind wir leicht im Süden. Würde für Kolumbien hier sprechen. Und Panama rausschicken. So, die restliche Vegetation sieht auch eher gewöhnlich aus, oder? Was ist das? Ist das ein Mensch? Oder ist das einfach nur so Baumknubbel? Oder sind das Termiten? Das ist ja crazy. Wahrscheinlich irgendwelche Hornissen oder so. Ah, wir haben gerade ein anderes Auto gesehen. Schon mal gut und schon wieder eine Palme. Oh, hier fahren mehr Autos. Okay, dann scheint das eine gute Route zu sein. Das wird gar nicht so leicht, die genaue Position überhaupt zu finden am Ende, oder? Meint ihr, ich schaffe das? Ich meine, wir haben viel geschafft. Meistens verliere ich nur, wenn ich ungeduldig werde und was anderes machen will. Und wir haben endlich mal Gebäude und Text. Oh. Oh. What the? Wir sind vom Feld auf die Autobahn oder Straße oder was auch immer hier ist. Wow. Postes de Panama. Ja, okay. Meine erste Intuition war richtig. Es ist Panama, aber wie kann denn die Sonne im Süden stehen? Ja, im Norden stehen. Also sie steht leicht im Norden. Und ich dachte, die Sonne steht in der Nordhalbkugel im Süden immer. Hm. Vor allem, wenn sie nicht ganz oben ist. Nicht? Wenn sie hier wäre, okay, könnte ich verstehen, dass ich es nicht ausmachen kann. Aber hier ist ja schon eigentlich relativ tief. Hm. Verwirrt mich eher der Hinweis, als dass er mir hilft. Manchmal ist er mir nicht eindeutig genug. Okay, aber wir wissen Panama, wir wissen eine sehr stark befahrene, viel... und Schnellstraße. Okay, es gibt ja eigentlich nur eine, aber dann würde ich uns in das Gebiet hier bei Buena Vista. Ihr kennt's. Buena Vista. Wir zoomen einfach random in Südamerika an. Wir finden immer in Buena Vista. Und einen Friedhof. Ja, die haben ein bisschen eine andere Friedhofskultur.
bisschen fröhlicher irgendwie. Das ist auf jeden Fall aber eine Panama. Eine sehr ordentliche Gegend, nicht? Also sehr modern, sauber. Da haben wir schon auf jeden Fall Schlimmeres gesehen. Aber die Palme war echt der Hinweis, nicht? Wir waren nicht auf einer Insel. Palme, mir kommt sofort Panama, maximal noch Guatemala oder Rand Kolumbien oder sowas in Sinn. Palmen sind echt verräterisch. Zumindest diese Art Palmen, nicht? Klar, es gibt auch andere Palmen. Aber gerade so in der Natur vorkommt. Hatte der da gerade seine WhatsApp-Adresse? Zeakilia. Okay. Wäre nur schön, wenn ihr mal schreibt, wie die Straße hier heißt. Aber ich glaube, da vorne kommen die ersten Schilder dann. Wir fahren auch, glaube ich, gerade in eine größere Ortschaft ein. Aki, Titanum International. Ich glaube, das ist Werbung. Altura Maxima. Achso, maximale Höhe. Nee, hilft mir auch noch nicht. Soberana. Zentrum. Richtig. Aber nach Metropole sieht es jetzt doch nicht aus. Sah aus, als ob da mehr kommt hinter der Brücke, aber. Anscheinend ja doch eher semi viel los. Wobei ich so Übergänge im Nirgendwo würde ich nicht erwarten. Farben, Baumaterialien. Pizza Polis, Bar Don Bosco. Ah, da haben wir einen Ortsnamen, endlich. Calobre. Gucken wir mal, sehen wir Calobre. Wir fahren gerade nach Westen, oder? Nach was fahren wir? Nach Südwesten. Würde auf jeden Fall für die Straße sprechen. Oder hier hinten. Aber ich glaube nicht. Gut, vielleicht, wenn wir um hier so eine mittelgroße Stadt sind. Aber ich glaube schon, es fühlt sich eher nach hier an. Aber die Frage ist, wie groß ist Calobre? Wie weit ist es weg? Calamitio, dort hätten wir Cumbres, Corozal, Balboa, Lacona, Condado del Rey, nicht Lana del Rey, okay. Ja, der Rest passt von der, na gut, so ein Stück würde halt dann immer mal wieder passen, nicht? Von der Ausrichtung, Hilft uns also auch nicht großartig. Hier ist noch eine größere Stadt. Correra. Ja, ich glaube, wir brauchen noch mehr Hinweise. Hier ist auch noch mehr los. Okay, also es gibt mehr als eine Ecke. Wenn wir die Nummer herausfinden, haben wir die halbe Miete hinter uns. Bei Calobre an der 1 oder so, oder an der 13 oder was die da haben, 9, 4, das sollte man doch dann finden einigermaßen. So groß ist Panama zum Glück nicht. Das kommt uns zugute in dem Fall.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Leute einfach wissen, wo sie gerade sind. Na klar, nicht? Navigationsgeräte, das wäre so die eine Sache. Aber so ein Hinweisschild wäre einfach mal eine starke Sache. 200 Meter langsamer wären. Oder steht irgendwo und ich übersehe es die ganze Zeit. An so einem kleinen Randschild oder so. Das ist wieder nur eine Werbung. Also Werbung können sie. Das können wir schon mal festhalten. Aufgrund der großen Straße bin ich jetzt eigentlich doch schon eher positiv gestimmt, dass wir es finden können. Auch die Abfahrt da am Dorf mit den beiden Fußgängerbrücken, das kann man dann schon identifizieren bei Calobre oder so. Akockel. Hier wird auf jeden Fall auch gebaut. Ich glaube, deswegen sind so wenig Schilder da, nicht? Das ist erst am Bauen hier. Akockel. Transportiert ihr wie im Worker and Resources Platten für unser Wohnhaus? Sehr gut. Das lobe ich mir doch. De Tu Provinza de Panama. Alipka en la Gobanciona. Man kann es leider nicht mehr wirklich lesen. Das Schild in nicht so ausgeblichen wäre halt echt gut gewesen. Aber die haben die günstige Farbe verwendet, um 2 Cent zu sparen. Aber so ein, was steht, Autobahnschild in 30 Kilometern kommt. Irgendwie sowas wäre doch jetzt mal drin, oder? Oh, oh. War doch gerade noch ein Dorfschild. El Barrero. Okay, Stadt Nummer 2, die wir gefunden haben. El Barrero. Wahrscheinlich, wenn ich die Autobahn in die andere Richtung fahre, kommt sofort der Hinweis. Okay, ich glaube, wir gehen in wenigen Sekunden zurück. Wir fahren da noch bis zur Brücke. Über die wir nicht wirklich rüberkommen. Ein größerer Fluss West-Ost. Leider ohne Namen. Da sind Schilder. Sehr gut. Wer, die führen mich jetzt nicht zum Ziel. So, wir sind auf A1. Das habe ich mir ja schon fast gedacht. Herrera. Okay. Herrera kennen wir doch auch. Die 1. Wo war Herrera? War das nicht hier unten irgendwo? Herrera. Das war doch ein Bezirk, nicht? Panama, Darien. Nee, wartet, Herrera war hier, nicht? Und ich habe mich immer an diesem Herrera orientiert, aber deren Herrera war woanders. Ja, die Frage ist, in welcher Region? Das ist ein Buena Vista übrigens. Herrera, das war gar nicht so klein. Okay, also, wir erreichen Santiago de Chile. Ach nee, doch nicht.
Santiago. Was ist mit Yaiza? Shirikyu. Santiago. Okay, da ist Santiago. Da fahren wir hin und das liegt südlich. Also sind wir davor. Schon mal gut. Jetzt Shirikyu. Chitre. Bocas del Toro. Panama, Herrera, Los Santos. Ich sehe es mal wieder nicht. Ich weiß, wir hatten es beim letzten Mal irgendwo gefunden. Das war Herrera de la blablabla oder sowas. Oder blablabla de Herrera. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Nur Santiago. Wissen wir. Chirik. Liegt das vielleicht hier hinter? San Martin. Tole. Was kommt hier am Ende? David. Das ist auch ein toller Name für eine Stadt. Chirki. Da. Provinz Chirki. Dann wird das hier irgendwie sein. Bocas del Toro suchen wir. Na gut, das liegt dann weiter weg, nicht? Ich hoffe, hier liegt nicht noch ein Santiago irgendwo. San Juan, San Felix, Bella Vista, Buena Vista. Okay, aber Chirki liegt da hinten, das liegt hier. So, und wir sind auf Höhe Los Santos Herrera. Und die gehen nach Westen ab. Norden, Osten, Süden, Westen. So, wir fahren ja gerade die ganze Zeit südwestlich und dann gehen die so weg. San José. San Carlos. Herr Mossa, was ich mich immer frage, müssten denn nicht die tausend anderen Städte oder Dörfer auf dem Weg irgendwie auch angemerkt werden? Also, finde ich immer ein bisschen komisch. San Antonio, Santa Rosa. Ja, wahrscheinlich heißt hier Herrera irgendwas Allgemeines, nicht? Und das gibt's öfter. Wie Bella Vista halt. El Santo. Santa Fe. San Jose. Das hatten wir auch schon mehrfach. Noch ein San Jose. El Chicaro. San Juan, das hatten wir jetzt auch tausendmal. Ich würde erwarten, dass Vista Hermosa zum Beispiel dran steht, wenn wir da sind. Wir sind auf Höhe von 1000. Ja gut. Hilft jetzt nicht weiter. So, Chitre, die Visa. Chitre ist 35 Kilometer weg. Santiago ist 33 weg. Okay, 33. Sind ungefähr diese Höhe. Könnte auch nach hier unten natürlich sein. David ist 230 weg. Das ist gut, also liegen wir hier hinter auf jeden Fall. Las Tablas. Das müsste ja hier liegen dann, Las Tablas. Irgendwo hier. Wenn das 35 sind, nochmal 30 rauf.
müsste Las Tablas irgendwo hier liegen. Ist natürlich auch nicht eingezeichnet. Vielleicht hier runter, Las Tablas. Ja, hier. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind hier in der Ecke gerade. Divisa. Das ist ein Ortsname. Okay, das heißt, wir sind vorher hier durch El Robbe. Hier müssen irgendwo die Fußgängerüberwege nämlich sein. Das ist die komische Tankstelle. Das sind die Fußgängerüberwege. Aber wo kommen wir denn da raus? Shit. Hier ist ja eine Stadt und da kommen wir nicht raus. Hier werden wir rauskommen. Hier, das ist die Parallelstraße, über die ich rübergesprungen bin. Postes de Panama. Ja, nicht, das hatten wir doch gelesen. Und dann sind wir irgendwo hier drin und wir waren an einer Kreuzung. Und dann stehen wir wahrscheinlich hier oder da oder sowas. Hier könnte ich mir vorstellen, stehen wir. Deswegen können wir hier nicht weiterfahren. In der einen Ecke vielleicht. Oder hier drin oder so. Okay, schon mal nicht ganz schlecht. Das ist der Fluss. Ich meine, wir können auch hier rauskommen. Aber wir kommen ja definitiv aus der zweispurigen Straße. Und die ist erst hier. Und ich bin irgendwo rübergesprungen. Okay. Da können wir jetzt zurückgehen. Dann können wir nochmal gucken. Postes de Panama. Okay. Hier sind wir auf jeden Fall. Postes de Panama. Und die haben eine Auffahrt. Die sieht man hier nur nicht. Das ist schade. Aber das ist das Hauptgebäude. Also kommen wir von hier rüber irgendwie. Also sind wir hier rausgekommen quasi. Ich bin aber irgendwo rübergesprungen. Ja, jetzt ist die Frage, wie finde ich das nochmal raus? Also wir sind gefahren auf jeden Fall. Eine Kreuzung. Da. Die überspringt er irgendwie. Und wir fahren Richtung, nur um sicher zu gehen, Südosten. So. Ich würde aber sagen, da sind wir hier. Dann sind wir lange an diesen Feldern vorbei. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch von links oder rechts hier raufkamen. Dann kommt nochmal, das habe ich nicht gesehen, nicht? Wir sind irgendwie anders hier raufgekommen. Wir hatten nicht so viele Abzweigungen. Okay, wir müssen am Start starten. Wir sehen geradezu im Osten Hügel. Das könnte... Kann nur er sein, oder? Aber gut, das könnte auch der Kleine hier sein oder der da oder das hier. Das sieht schon aus wie das. Das heißt, wir wären eher noch weiter. Der liegt ja nordöstlich. Also eher hier. Da können wir ja nicht sein. Obwohl, wenn wir hier unten sind, dann ja. Das kann natürlich auch sein, dass wir hier unten drin sind. Und das ist der Fluss, über den wir fahren, in die andere Richtung. Dann würden wir hier stehen irgendwo. Wahrscheinlich da. So, also wir stehen West-Ost. Und hinter uns geht es nach Südost weg. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel stehen. Aber hier haben wir keine Dreierkreuzung, oder? Naja, gut. Wird keine Straße sein, gehe ich mal von aus. Okay, und das geht dann rum und führt nach Nordosten. Also das eine führt nach Südosten und nach Nordosten. Das heißt, wir stehen in so einem Ding
Ich glaube, wir brauchen Paint wieder. Südwesten. Südwesten, nicht Südosten, Südwesten. Ah, okay. Hier sind Häuser. Und dann kommt der Fluss. Theoretisch. Ob das als Fluss seht, ich weiß es nicht. Das Problem ist nun mit diesem, wir stehen Südwest-Ost. Gut, das könnte hier sein. Können auch hier sein und kommen nicht weiter. Okay. Es ist soweit. Bababam. Wir haben das Paint-Tool. Oh. Norden, Osten, Süden, Westen. Klingsi, Klongsi. Da haben wir das drauf. So, jetzt unsere Ausrichtung. Wir stehen genau. Leicht nach Nordosten. Okay, Startpunkt. Leicht nach Nordosten. In der Kurve, die uns auf eine lange Straße führt, die nach Nordosten geht. Das heißt so, und machen wir es mal ein bisschen übertrieben heute. Okay, vielleicht nicht ganz so übertrieben. Wir fahren erstmal die lang, das ist vielleicht am einfachsten. Jetzt sind auf jeden Fall wichtig die Strecken links und rechts. So, dann kommen wir an eine Kreuzung. So. Zumindest das, was ich sehe, zeichne ich ein. Südosten. Sogar relativ lang. Und wir fahren jetzt Richtung Nordwesten. Also hier lang fahren wir. Ich glaube, daran kann man schon gut festmachen. So, und dann kommen wir. Ist das eine Kreuzung? Bin mir nicht so sicher. Ich zeichne es mal ein. Da ist der einzelne Arbeiter. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nochmal an einem Fluss an. Aber es könnte auch nur ein Bach sein. Ich ignoriere den mal. Und jetzt drehen wir uns nach leicht nach Norden. Oh oh. Na. So. Und dann gehen wir nach Westen wieder. Und dann wieder. Nach Norden, so ein bisschen irgendwas. Und dann geht's ganz nach Norden rum. Okay. Ich würde das einfach so machen. Ich muss das mal ein bisschen runterziehen. Tool. Ich liebe es, wenn Klicks einfach nicht funktionieren. So. Halt, ist da eine Straße? Ich würde sagen, ja, die geht nach Südwesten weg. Nach Südwesten, so. Dann kommt nochmal eine Straße. Die geht nach Nordwesten wieder weg. Irgendwie immer die gleichen, aber eher westlich, nicht? Die geht eher. Ne, warte mal, nach Nordwesten? Ja, dann ging nach Südwesten, nicht? Also eher so geht die. Alles klar.
Und hier daneben ist eine, die geht nach Osten. Aber ein Stück. So. Machen wir einen Kringel nach leicht Westen. Und dann gehen wir rum in einer langgezogenen Kurve. Okay. Dann gehen nach erst nach Westen und dann in einer langgezogenen Kurve wieder nach Norden. Dort kommt eine Straße nach Westen. Hier sind die Geräte gewesen. Dann machen wir eine Runde nach Nordosten. Nur um danach direkt wieder nach Norden zu gehen, nicht? Oh, sogar nicht. Wir gehen nach Westen. Nordwesten. Nach Norden. So, und dann geht es nämlich weiter nach fast Westen. Okay. So vielleicht. Dann fahren wir wieder eine Weile Richtung Westen. Oh, und dann kommt eine, die müssten wir eigentlich sehen, eine Fünferkreuzung. Die hier geht nach Osten weg. So, die geht nach Osten weg. Die andere, die geht nach Nordosten weg. Und die Straße, die wir brauchen, zum Glück, geht nach Westen weiter weg. So. Und macht dann aber einen Bogen Richtung Nordwesten. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, da, nicht wahr? Da kommt nochmal eine Straße. Okay, also wir gehen weiter nach Nordwesten und da kommt eine Straße nach Süden. Dann geht's nach Nordwesten weiter, wieder aber eher nach Norden. Ah, die schlängelt sich so ein bisschen hier und da. Jetzt geht sie eher wieder nach Westen, dann eher wieder nach Norden. Ich weiß halt nicht, ob was manchmal Straßen sind und was nicht. Oh, wartet. Hier teilt sie sich. Okay. Okay. Wartet. Wir brauchen mehr Platz. So, die geht nach Norden weg. Eine. Oh, eine geht nach Norden weg und die andere geht nach so weg. Und hier kommen dann die ganzen Autos. So, und die führt nach Westen. Und ich glaube, die fuhr dann gerade nach Westen. Und jetzt kommen immer wieder hier Straßen, die quer gehen. Ah, sie macht nochmal einen Bogen. Leicht nach Nordwesten wieder. Nach Westen. So, sehen wir das schon auf der Karte. Vor allem, unser Knie könnte das hier sein. Aber wir kommen an eine Kreuzung direkt. Können auch hier drin sein, aber ich glaube, dann würden wir mehr Geschäfte sehen. Eventuell sind wir hier drin. Das Ding hier? Aber das wäre zu klein. Es ist schon relativ groß, den Weg, den wir fahren.
Wir wissen, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir hier rauskommen. Ich glaube, wir sind hier gerade. Nordwesten, Westen, Nordwesten, Westen. Das hier ist die Fünfer das ist das Fünfer-Ding. Okay, und wir kommen aus der südlichen. Das ist dieser Bogen, den ich hier habe. An der Stelle hier, der ist zu krass. Der ist das hier. Die links, rechts sind nicht eingezeichnet. Das ist der Fluss, über den wir auch rüberkommen. Und das ist der Knick bei uns. Und dann kommen wir hierher. Jo. Ich würde sagen, nochmal zum Start. Wir sind ganz dicht an der Kurve dran. Ja, ich würde uns dazwischen setzen, so. Eher in Richtung da. Finish. 12 Meter. Sehr gut, wir haben es gefunden. Eieiei, danke, Paint, für deine starke Hilfe. Holla die Waldweh, sage ich euch. Holla die Waldweh. 41 Minuten für das Erste. Na, das kann ja was werden. Runde Nummer 2. Oh, er steht auf 5. Oh, shit. Ich habe nur an 3 gedacht, aber der hat das nicht übernommen. TJ Fridays. Na, da müssen wir wohl jetzt schnell machen. Oder eine 5er-Runde nochmal machen. Wenn er es falsch einstellt, der Herr, dann muss ich es auch ausbaden, nicht wahr? Habt ihr Glück, habt ihr Glück. Er hat die Vorlage nicht überspeichert. Ich habe das neulich nämlich schon gemacht und überspeichert. .com, okay, Flemington. Greg Clips, Residente Brookridge. Flemington, okay, wir sind im Flemington. Pilates Club. Lash Lounge. Lennox. Alfrescos. Mavis Discounter. Wir haben auf jeden Fall Rechtsverkehr. Ich habe noch keine kanadische Flagge gesehen. Und keine kanadische Internetdomain. Deswegen würde ich mal vermuten, Clinton, Frenchtown, dass wir irgendwo in Amerika sind oder so. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Clinton. Keine Ahnung, Clinton, Frenchtown, wie die ganzen Dinge heißen. Die werde ich nicht auf der Karte sehen, wenn ich nicht weiß, wie der Bezirk heißt, nicht? Wir sind oft hier oben in der Ecke. Jamestown sehe ich. Grand Forks, Rochester, Rockford, Fort Wayne, immer sehr wichtig. Providence, New Haven, Springfield, von denen es pro Bezirk irgendwie 5 gibt angeblich. Twin Falls, da war ich auch schon mal in der Ecke. Trenton, Clinton, nee, okay, wir brauchen mehr Hinweise. Zum Beispiel die da. Die Nord 202. Sieht aber nicht amerikanisch aus, oder? Ja. Irgendwie sehen die Schilder so mexikanisch aus. Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Und es gab ja irgendwie eine Regel, nicht? Ich habe neulich so einen Short gesehen. Die Ungeraden verlaufen Ost-West, die Geraden Nord-Süd oder sowas, nicht? Irgendwie sowas war das doch. Und aber die State-Dinger, die sind wieder anders. Nur die Interstates sind so. Puh. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen.
212.211, 192, 101, 700, 400, 211, 202. Hier bei Philadelphia ist eine 202. Da ist auch schon wieder Wayne, aber mit einem E. Das ist kein echter Wayne. So, hier haben wir die 202. Und dann die 12 in Rund oder die... Wo gehen wir denn hin mit der 202? Hier ist die 33, die 18. Hier geht's so lang. Da ist die 12. Das auf Flemington. Okay, sehr gut. Und wir stehen vom TGI Fridays auf dem Parkplatz und der ist nördlich. Schicker Villa. Gut, vielleicht gibt's den nicht mehr. Alfrescos sehen wir. Irgendwo hier müssen wir stehen. Wahrscheinlich ist der Taco Bell das inzwischen, oder? McDonald's, Bank, Aiku, Duncan. Welcher Laden könnte noch überlebt haben? Wen sehen wir hier neben? Mattress Firm? Nee. Hier war doch irgendwo ein Burger King. Die werden doch nicht weggegangen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo war der? Und wir sind direkt an der Ausfahrt gegenüber. Da ist übrigens die amerikanische Flagge. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Und das nenne ich mal übrigens Internet und 5G-Masten. Nicht so ein Ding bei uns. Nein, die haben gleich 300 auf dem Dach, wie es sich gehört. Das ist der Kreisverkehr. Das könnte das Ding sein. Das heißt, wir wären wirklich hier. Das Mattress Firm. Okay, dass die eingezeichnet sind, dann stehen wir hier, ne? Das ist die Ausfahrt. Ja, da trennt sich schon die Straße. Da, genau. Und das Gebäude, und das steht genau nördlich an der Kante. Also sind wir da. 2,99 Meter. Sehr, sehr gut. USA besiegt. Weiter geht's. Runde 3. Aber ich würde sagen, dann mache ich hier einen Cut und wir machen die anderen drei Runden in der nächsten Aufnahme.